Das ganze Haus steht Kopf wegen dieser Hochzeit. Bärbel ist die halbe Nacht wach geblieben, um sich über das Hochzeitsmenü Gedanken zu machen. Das ist ja süß. Süß, ich weiß ja nicht. Weißt du, was ich mich die ganze Zeit schon frage? Hm? Warum man heute heiratet? Hm. Eigentlich will ich auch nicht heiraten, aber wenn man mal den richtigen gefunden hat, ist es vielleicht ganz schön. Hm. Ich vergesse, kannst du die Trüffel zu Tina bringen? Ja, klar. Weißt du, was ich mich frage? Keine Ahnung. Warum man heutzutage eigentlich noch heiraten muss? Wenn man den richtigen gefunden hat, ist das vielleicht ganz schön. Herr Schmidt, haben Sie den Job erledigt? Dann vergiften Sie die Umweltschützer eben gleich mit, wenn die sich nicht von den Vögeln trennen können. Hören Sie mal zu. Wenn die Sache so einfach wäre, dann würde ich Sie nicht so fürstlich dafür bezahlen. Ich rate Ihnen gut, den Auftrag bis morgen zu erfüllen. Sie sind doch Profi. Hallo, schön, dich zu sehen. Ach, vielen Dank. Gern geschehen. Möchtest du einen Kaffee? Ja, gern. Ihr habt sicher Stress bei euch. Wegen der Hochzeit, ne? Bärbel hat schon Einschlafprobleme deswegen. Ich glaube, sie möchte ein ganz besonderes Hochzeitsmenü zaubern. Das Essen wird bestimmt wieder eine Wucht. Du wirst es ja dann erleben. Ich werde nicht zur Hochzeit gehen. Wieso das denn nicht? Mein Großvater wird 75 und ich... Warum soll ich dir nicht die Wahrheit sagen? Der Geburtstag meines Großvaters ist nur eine Ausrede. Wie eine Ausrede? Ich kann einfach nicht. Ich hätte es eigentlich gern gemacht, aber... Ich verstehe nicht ganz, was du meinst. Ich schaffe es einfach nicht, einen Meter hinter Judith und Oliver am Traualtar zu stehen. Und ihren Bund fürs Leben zu bezeugen, wenn... Wenn? Wenn ich genau weiß, dass Olivers Herz nicht bei Judith, sondern bei dir ist. Darüber musst du dir keinen Kopf mehr machen. Oliver und ich, das ist vorbei. Macht euch was vor, wenn ihr wollt. Aber mir nicht. Wir haben... Du musst mir nichts erklären. Ich sehe es ja auch so. Ihr liebt euch einfach. Bitte versteh mich nicht falsch. Ich bin nie in einer solchen Situation gewesen, in der du jetzt bist. Und ich will mich nicht als besserer Mensch aufspielen oder als Moralapostel. Ich habe heute eine köstliche Apfeltat gebacken. Und du bist die Erste, die sie probieren darf. Wart. Wie geht es dir? Gut, wenn ich jogge, geht's mir immer gut. Und jetzt gehe ich duschen. Warte einen Moment. Ich habe öfter darüber nachgedacht, was du mir erzählt hast. Dass du als Kind einsam warst. Aber Vater, das ist lange vorbei. Ich bin nicht mehr einsam. Ist es wirklich vorbei? Ich habe das Gefühl, dass die Zeit der Ablehnung immer noch in dir arbeitet. Vielleicht ganz unbewusst, vielleicht... Ja. Manchmal wollen wir ja selbst nicht wahrhaben, dass wir Probleme haben. Worauf willst du eigentlich hinaus? Bei unserem Gespräch hast du von deinem schwierigen Verhältnis zu Frauen gesprochen. Ach, darum geht es also. Bitte hör mir zu. Ich mache dir überhaupt keine Vorwürfe. Sondern? Ich bin dein Vater. Ich will dir helfen. Ich kenne mich in solchen Sachen überhaupt nicht aus, aber... Hast du schon mal daran gedacht,
therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Therapeutische Hilfe? Vielleicht redest du einfach mal mit einem Psychologen. Ganz unverbindlich. Nein, danke, Vater. Ich habe wirklich alles im Griff. Genauso wie du. Scheinbar hat jeder Mensch, auch wenn er noch so glücklich ist, eine Achillesferse. Eine Wunde. Vielleicht verbindet nicht nur das Glück. Unser Dessert für heute Abend. Ich habe gleich zwei davon gebacken, damit wir auf den Ansturm der Gäste vorbereitet. Ansturm der Gäste? Wir sind voll ausgebucht. Probier mal. Lecker. Ich beneide dich. Ihr habt dieses Restaurant zusammen, ihr liebt euch. Fehlt eigentlich nur noch der Nachwuchs. Ja, das stimmt. Leider kann ich keine Kinder kriegen. Entschuldige, es tut mir leid. Für uns war die Nachricht damals auch ein Schock. Aber wir sind auch ohne Kinder glücklich. Wirklich, ich habe mich damit abgefunden. Was geht ab? Hallo Romeo, was machst du denn hier? Sophia hat doch noch Schule. Ah, ich bin nicht wegen Sophia hier. Suchst du was Bestimmtes? Ja, mein Campingbesteck. Ich habe sie irgendwo verloren. Wie sieht's denn aus? Silbern. So ein richtiges Allround-Wunder. Hat mich schon überall in der Welt begleitet. Ist sogar ein Löffel dran. Meinst du das hier? Wo hast denn das her? Das hat mir Sophia geschenkt. Was? Mensch, war ein Spaß. Ich habe sie auf dem Boden gefunden. Der war echt gut. Ja, am Anfang dachte ich echt, dass du... Ja. Sag mal, hattest du eigentlich mal was mit Sophia? Ja, Sophia war mal verliebt in mich. Aber damals stand ich auf eine andere. Ganz schön blöd, oder? Nee, gut so. Hat sie dir nichts von mir erzählt? Mm-mm. Ja, dann hat sie mich schon vergessen. Hallo, Pascal. Was willst du? Dich anschauen. Dich einfach nur mal anschauen. Ich wollte schon immer wissen, wie ein Mann aussieht, dem angeblich alle Frauen an die Wäsche wollen. Du hast also mit Maren gesprochen und dann mit Alexander und hast Lügen über mich verbreitet. Wenn hier einer lügt, dann doch wohl du. Das sieht dein Vater übrigens genauso. Ich sollte dich erwürgen. Einfach nur erwürgen. Was ist denn los? Über Nacht irre geworden, BSE oder was hast du? Provozier mich nicht. Wie hat sie das eigentlich gemacht? Maren, meine ich. So richtig überfallartig. Sie stürzt sich auf dich. Oh, Pascal, ja, ich will dich. Oh, Pascal, mach's mir. Du bist ja krank. Die Beschreibung passt doch wohl besser zu dir. Falls du ärztliche Hilfe brauchst, ich kenne da ein paar hervorragende Kliniken. Dein Vater ist übrigens auch der Meinung, dass du therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen solltest. Wie gesagt, ich sollte dich einfach erwürgen. Ganz langsam zudrücken. Dieser Hass gegen Frauen ist wirklich schon krankhaft. Ich hatte schon immer das Gefühl, dass ein paar Elektroschocks dir ganz gut tun könnten. Und jetzt nimm deine Drecksgriffe von meinem Hals und schrei ich und sorge dafür, dass du in der geschlossenen landest und zwar schneller, als du denkst.
habt ja ganz schön lange gequatscht. Ich muss dir was sagen. Immer raus damit. Ich habe Bianca gerade erzählt, dass ich keine Kinder kriegen kann. Das macht dir also doch was aus. Nicht wirklich. Sei ehrlich, du brauchst mich nicht zu schonen. Ja, manchmal bin ich traurig. Ich auch. Aber wir sind doch auch glücklich ohne. Oder bist du nicht zufrieden? Doch, doch. Warum hast du es Bianca erzählt? Ich mag Bianca. Und als sie sich nach unserer Kinderplanung erkundigt hat, da wollte ich sie einfach nicht anlügen. Wirst du es Judith jetzt auch sagen? Nein. Ich will ihre Freude auf das Kind nicht trüben. Ich habe dich schon überall gesucht. Was gibt's denn so Wichtiges? Ich muss dich unbedingt was fragen. Was denn? Ich bin ganz aufgeregt. Möchtest du meine Trauzeugin werden? Soll ich wirklich als Trauzeugin an seiner Seite am Altar stehen? Wünsche ich mir nicht einen ganz anderen Platz? Kannst du mir nicht vielleicht ein paar Tipps geben? So Liebestipps? Ich hoffe nur, er hat seine Lektion gelernt. Alexander wollte ihn ja schon in die Klapse einweisen. Ich verstehe einfach nicht, wieso du nicht meine Trauzeugin werden willst. Sei mir nicht böse, das ist nicht möglich.